Hallihallo, ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute machen wir die nächste Seite von unserem interaktiven Mini-Album. Und was wir dieses Mal gestalten, zeige ich euch jetzt in dem Video und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir werden dieses Mal die Seite 5 und 6 gestalten und ich habe mir überlegt, bei der Seite 5 ein, ja, ich sage jetzt mal Kartenklapp-Element zu machen. Und was ihr dafür benötigt, einmal euer Falzbrett und dann noch ein Stück Cardstock. Und zwar hat das die Maße 10 x 8 Inch. Wir werden anfangen hier bei 10 Inch. Da werden wir einmal in der Mitte falzen und zwar bei 5 Inch. Dann bei 7,5 Inch und bei 2,5 Inch. Dann drehen wir uns das Ganze einmal auf die 8 Inch Länge. Das werden wir auch wieder in der Mitte bei 4 Inch falzen. Dann bei 2 Inch und bei 6 Inch. So, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euer Falzbrett mal zur Seite legen. Jetzt benötigt ihr eine Schere und zwar werden wir immer die äußeren Rechtecke einmal ausschneiden oder halt komplett wegschneiden, weil die brauchen wir jetzt hierfür nicht. So, wenn ihr das ausgeschnitten habt, sollte das Ganze so aussehen. Jetzt werden wir uns einmal die schrägen Falten. Und zwar, wir nehmen uns einmal die Ecke hier oben und ziehen sie einmal hier schräg runter. Ihr müsst jetzt darauf achten, dass diese Falzlinie hier und die Falzlinie hier parallel oder halt eben gerade zueinander verlaufen. Dann drückt ihr das Ganze einmal runter und geht schön mit eurem Falzbein einmal drüber. Also ihr seht hier, die Falzlinie hier und die Falzlinie dort müssen eine gerade Linie ergeben. Dann öffnen wir das Ganze und machen das Gleiche noch einmal. Und zwar muss dann dieses Mal auch wieder diese Linie gerade zueinander sein. Und wieder schön mit eurem Falzbein einmal drüber gehen. Wenn ihr das Ganze jetzt öffnet, müsstet ihr hier jetzt einen Mittelpunkt haben mit diesen Falzlinien, die schräg verlaufen und die wir mit dem Falzbrett gemacht haben. Jetzt kommt der tricky Teil und zwar, ihr legt euch euer Papier so hin und nehmt links und rechts die Ecken so in die Hand und drückt hier diese Falzlinien in der Mitte einmal schön nach oben, damit sich das Ganze hier so nach unten biegen lässt. Und dann wieder alles schön festdrücken und mit dem Falzbein drüber gehen. Und das ist dann unser Element zum Öffnen. Ich denke, wenn ich das jetzt hier einmal so öffne, wisst ihr schon, welches Element ich damit meine. Das legen wir jetzt einmal zur Seite. Dann benötigt ihr wieder euer Falzbrett und wieder ein Stück Cardstock. Und zwar hat das die Maße 12 x 4 Inch. Und jetzt werden wir hier einmal falzen. Und zwar bei 3 Inch, bei 6 Inch und bei 9 Inch. Dann werden wir das Ganze wie eine Ziehharmonika falten. Und zwar das erste Teil werden wir nach oben klappen. Dann die zweite Falzlinie nach hinten. Und das andere Stück wieder nach oben.
Damit das Element wirklich gut beweglich ist, weil das ist das, was auch sich dann bewegt beim Öffnen, werde ich die Linien auch noch andersrum auch noch falzen. Einfach damit das Papier wirklich gut weich genug ist und sich sehr schön falten lässt und auch öffnen lässt. So, wenn wir das Ganze hier einmal so gefalzt haben, dass es hier wie eine Ziehharmonika aussieht, nehmen wir wieder unser anderes Stück her und öffnen das Ganze einmal. Jetzt benötigt ihr euren Flüssigkleber und zwar werden wir jetzt einmal hier in diesem Rechteck hier oben und dieses Rechteck hier unten Kleber anbringen. So, also wirklich nur hier oben und hier unten. Jetzt nehmen wir unsere Ziehharmonika her und zwar so, dass das Mittelteil nach oben zeigt. Jetzt werden wir das Ganze hier einmal einkleben und zwar müsst ihr darauf achten, ich mache das mal ein bisschen auf, damit diese Falzlinie hier eine Parallele zu dieser Kante hier oben ergibt. Also. Und zwar einmal so. Und das andere Stück muss hier die Falzlinie mit dieser Kante hier oben eine Linie bilden. So, also ihr seht hier schon, hier haben wir eine Linie und hier oben haben wir dann auch eine Linie. Wenn ihr das Ganze dann so gemacht habt, dann könnt ihr euer Element zusammenklappen und ich gehe dann noch mal gut mit meinem Falzbein einmal drüber. Und schon fertig ist unser Pop-up-Klapp-Element. Geht total easy, sieht auch sehr spektakulär aus, aber ist wirklich nicht sehr, sehr viel Aufwand. Jetzt müssen wir das Ganze noch einmal ummanteln. Da werde ich mir jetzt mal hier kurz ausmessen. Die Breite beträgt hier 13 cm und die komplette Länge sind 14. Also heißt, wir brauchen jetzt ein Stück Cardstock in der Breite 13 und in der Länge 28, weil 14 und 14 sind 28. So, ich habe mir jetzt hier mein Stück zurechtgeschnitten. Das werde ich jetzt einmal in der Mitte falten. So, gehe drüber mit meinem Falzbein, einfach damit die Falz wieder sehr gut ist. Und dann werden wir das ganze Element hier einmal einkleben. Jetzt müssen wir den Kleber anbringen und zwar wirklich nur hier auf diesem Dreieck. Also das bedeutet, nur dieses Stück hier müssen wir mit Kleber versehen und einmal einkleben. So. Und das andere Stück natürlich auch noch. Und wenn ihr das Ganze richtig gemacht habt, müsste das Ganze dann einmal so aussehen beim Aufklappen und beim Zuklappen. Ich habe mir wieder das Motivpapier zurechtgeschnitten. Und zwar habe ich hier wieder die Grundbasis von 7 ein Viertel mal 9 1/4 Inch. Das wird wieder hier meine Basis. Dann habe ich mir hier ein Stück rausgeschnitten und zwar hat das die Maße 4 3/4 mal 5 Inch. Und dann habe ich mir hier diese kleine süße mir ausgeschnitten von dem Kärtchen-Set, wo da dabei ist. Und das werde ich hier als dekorativen Teil noch ankleben. Dann seht ihr ja schon, das hebt nicht ganz von alleine. Deswegen werde ich hier mit einem Band arbeiten, was ich hier einfach einarbeiten werde, um das einfach mit einem
mit einer Schleife zu verbinden. Also, wir fangen jetzt an. Wir machen als erstes unseren Hintergrund, unsere Basis, die wir wieder aufkleben. So. Dann gehe ich her und nehme mir mein Aufklappelement und werde mir dahinter gleich einmal das Band befestigen. Und das werde ich ganz normal mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Und zwar werde ich hier einfach ungefähr die Mitte mir aussuchen und werde mir das mit dem doppelseitigen Klebeband einfach so ganz einmal fixieren. So, dann werde ich die Schutzfolie einmal abziehen und werde hier wieder mit Flüssigkleber einfach drüber gehen. So ein bisschen auf dem Band, dass das einfach dann auch ein bisschen festklebt. Werde mir das Ganze jetzt einmal umdrehen und werde auch gucken, dass schon mein Band hinten sehr straff gezogen ist. Und werde mir das dann einfach mittig aufkleben. Einfach auch gut festdrücken. So. Und dann können wir nämlich das Ganze hier mit diesem Band einmal befestigen, indem wir einfach das zuknoten und auch mit einer Schleife fixieren. Jetzt müssen wir natürlich noch unser Motivpapier aufkleben und unsere kleine Fee. Und so sieht das jetzt aus, wenn wir das Ganze einmal aufklappen. Ich werde mir jetzt hier noch die Seiten ausmessen. Die haben jetzt eine Größe von 7,5 auf 10 cm. Da werde ich mir jetzt auch noch mal Motivpapier mir zurechtschneiden und dann werde ich noch schauen, ob ich hier und hier auch noch Motivpapier hinkleben werde oder nicht. Und dann zeige ich euch, wie wir weiter dekorieren werden. Ich habe mir jetzt hier diese zwei Tinkerbells ausgeschnitten von der Rückseite von dem Cover von dem ersten Set. Und dann habe ich mir hier noch Buchstaben ausgeschnitten von dem zweiten Set, was hinten an dem Cover drauf ist. Und so habe ich mir hier das Wort Wish mir ausgeschnitten, das mit diesen braun-beigen Hintergründen, weil hier dieses Grüne fand ich jetzt hier überhaupt nicht passend, deswegen ist jetzt das H groß geschrieben, weil das Kleine hat eben diesen grünen Hintergrund und ja, also ich habe mir das jetzt wirklich so überlegt, dass ich mir hier diese zwei, eine hier unten und eine hier oben und das Wisch entweder dann hier oben hin machen möchte oder hier unten. Ich glaube, ich mache es dieses Mal dann oben hin. Und so sieht das jetzt dekoriert aus. Das Ganze, wie gesagt, wenn wir zuklappen, haben wir dann hier vorne dieses Kärtchen. Und hier wird das einfach nur mit einem Knoten und einer Schleife verbunden. Und ich finde, das passt wirklich sehr, sehr gut. Und dann werde ich mir auch noch hier gleich die Bändel einmal einkürzen und zwar einmal so und einmal so. Und fertig ist dann die fünfte Seite. So, für die Rückseite von dieser Seite hier, also die Seite Nummer 6, habe ich mir überlegt, dass wir eine ganz normale Pockettasche kreieren. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, ich habe hier wieder ein Grundmaß von 7¼ x 9¼ Inch, dass man hier einmal draufklebt. Dann habe ich einfach von meinem Verschnitt mir ein
Stück Hardstock ausgeschnitten. Und zwar hat das, also die Länge von meinem Mini-Album hier sind ja 19 Zentimeter und ich habe dann auf 21 Zentimeter mir dieses Stück gekürzt. Und das hat eine Breite von 7 Zentimeter. Und ich werde mir jetzt hier ringsrum einmal bei einem Zentimeter eine Falzlinie ziehen. Da nehme ich mir jetzt mein Dotting-Tool her, lege mir jetzt das Ganze hier einmal an und werde mir hier jetzt jeweils links und rechts bei einem Zentimeter eine Falzlinie ziehen. So, und dann müssen wir an der langen Seite auch hier einmal auf einer Seite bei einem Zentimeter eine Falzlinie ziehen. So, dann ziehen wir die Falzlinien auch schön nach mit unserem Falzbein, so wie gewohnt auch immer. Dann werden wir jetzt hier einmal doppelseitiges Klebeband anbringen auf den Klebelaschen. Dann nehme ich mir meine Schere her und da, wo ich hier diese Falzlinien habe, werde ich mir jetzt einmal das so schön abschrägen und das eben kurz bevor hier dieser Mittelpunkt kommt, die Abschrägung da ist. So, dann werde ich mir jetzt als allererstes wieder meine Grundbasis aufkleben. So, dann nehme ich mir hier meine Tasche her, nehme meine Schutzfolien ab und werde mir hier die Tasche einmal unten ankleben. Da werde ich mir einfach die Seitenteile und das untere Stück nach innen klappen und werde das Ganze hier jetzt einmal aufkleben. Da müsst ihr wirklich dann schauen, weil wir ja wirklich die Grundmaße genommen haben, dass ihr auch wirklich an die äußersten Kanten auch das anlegt. Ansonsten passt nämlich das ganze Stück nicht mehr bei euch hin. So, wieder schön festdrücken. Und dann haben wir hier schon unsere Tasche. Ich habe hier auch noch ein Stück Motivpapier mir gleich zurechtgeschnitten, wo ich mir jetzt hier auch aufkleben werde. Einfach random Style habe ich mir das abgemessen und habe geguckt, welches Stück mir jetzt von der Optik her passt von meinen Resten, die ich habe. Und klebt mir dann das hier auf. Auch wieder schön festdrücken. So, und fertig ist dann eure Pockettasche. Jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar, ich habe ja jetzt nur noch eigentlich die zwei Karten und noch eine andere Karte. Moment. Diese hier, aber ich finde, die passt da jetzt überhaupt nicht so gut hin. Deswegen habe ich mir einfach aus den Resten selber Fotomatten hergestellt. Das ist auch noch ein guter Tipp für euch, falls ihr die Reste dann echt sinnvoll verwenden wollt, weil so mache ich das nämlich auch immer ganz oft. So muss ich dann nicht das teure Papier immer wegschmeißen. So, also wie gesagt, zwei Kärtchen haben wir ja schon, die können wir auch gleich hier einstecken. Und dann habe ich ja hier diese Fotomatten selber mir gestaltet, beziehungsweise mit den restlichen Motivpapieren aufgeklebt auf meinem schwarzen Cardstock. Und jetzt werde ich hier schauen, welche Motive ich hier haben möchte und klebe die mir einfach dann so drauf, wie sie mir eben gerade gefällt oder passt oder wie auch immer. Und ja, das mache ich jetzt ganz kurz schnell ohne euch und dann zeige ich euch die fertigen Karten. Und so sehen jetzt meine fertig gestalteten Karten aus. Wie gesagt, ich habe hier nur Motive ausgeschnitten und einfach aufgeklebt. Und jetzt können wir die ganzen
Fotomatten hier auch einfach einlegen. Und dann bietet das hier genug Platz für Fotos. Ich werde jetzt vermutlich, nee, ich werde es nicht nur vermutlich, ich werde es tun. Ich werde hier jetzt oben noch den Schriftzug Peter Pan mir aufkleben, weil hier oben fühlt es sich noch sehr nackt an. Fertig ist dann auch schon die sechste Seite, wo einfach nur ein Pocket ist. Ja, meine Lieben, wir sind schon wieder am Ende vom Video. Wir haben die nächste Seite gestaltet. Im nächsten Teil seht ihr die letzte Seite, die wir zusammen basteln werden. Und dann kommen noch die Innenseiten vom Cover und natürlich das Einbinden. Und ja, meine Lieben, bis dahin wünsche ich euch noch jetzt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!